euch das Sturm Taffy Limited Edition etwas näher bringen. In dieser Tasche befindet sich der Sturm Taffy. Wie man sieht, ist hier auch ordentlich viel Luft. Das heißt, man kann das Boot auch, wenn man es nicht so genau zusammenlegt, auch wieder reinbekommen. Das Taffy gibt es in zwei Bodenvarianten, einmal mit einem dreigliedrigen Lattenboden oder mit einem durchgehenden Fallboden. Der Lattenboden ist im Boot mit drin, das heißt, er ist in der Bootstasche mit enthalten. Bei einem Fallboden bekommt ihr nochmal ein Paket, wo der durchgehende Fallboden enthalten ist. Der Fallboden ist auch verpackt in einer Tasche, wie man es hier nochmal sieht. Wie man sieht, ist hier auch alles nochmal sehr gut verpackt. Die Pumpe sehr gut verpackt, der Bootskörper selber ist nochmal sehr gut verpackt. Hier befindet sich der abnehmbare Heckspiegel. Das ist die Schnur dazu zum Fixieren. Dazu kommen wir dann später nochmal. Das sind die Sitzbänke. Ihr könnt jetzt merken, die wiegen etwas. Das sind sehr dicke Sitzbänke. Hier sind die pulverbeschichteten Paddeln verpackt und die Ruderblätter. Und das ist der Lattenboden, der dreigliedrige Lattenboden für das Schlauchboot. Versucht beim Auspacken bitte auch keine scharfkantigen Gegenstände zu verwenden, kein Cuttermesser, um einfach nichts zu beschädigen. Im Lieferumfang enthalten ist einmal der Bootskörper selbst, hier der Sturm Taffy, zwei kunststoffbeschichtete Sitzbänke, matt-schwarz-pulver beschichtete Ruder, inklusive diesen Ruderblättern, einmal das Flickset, eine große Fußpumpe in Signalfarbe, der Heckspiegel inklusive der Fixierungsschnur. Der Heckspiegel hat den Vorteil, er lässt sich nicht einklappen, ist somit viel stabiler auch auf dem Boot. Je nach Ausstattung ist der Sturm Taffy in zwei verschiedenen Bodenvarianten erhältlich. Einmal der durchgehende Faltboden und einmal der dreigliedrige Lattenboden. Der Aufbau des Bootes ist sehr leicht. Fangen wir nun an, den Bootskörper auszurollen. Die Ventile befinden sich im hinteren Bereich. Einmal einfach zu dem Schlauchbootkörper aufklappen. An unseren Schlauchbooten sind Sicherheitsventile verbaut, die in verschiedene Positionen gebracht werden können. Einmal durch Drücken und Drehen, wie man sieht, springt der Ventilstift raus. Heißt es, dass Luft eintreten kann, aber nicht mehr rauskommt. Das ist auch die richtige Position beim Bepumpen des Schlauches. Durch Drücken und Drehen, wenn der Ventilstift wieder versinkt, ist es die Ablassposition. Das heißt, jetzt kann die Luft, die innere Luft, auch austreten. Wir achten darauf, dass der Ventilstift sich jetzt in der richtigen Position befindet, in der Aufpumpposition, durch Drücken und Drehen. Wir schließen nun die Pumpe an und beginnen nun mit dem Aufpumpen. Um das Einlegen des Bodens zu erleichtern, pumpen wir die Schläuche erstmal halb auf, wie man es hier sieht. Jetzt widmen wir uns der zweiten Luftkammer und pumpen diese auch ebenfalls halb auf. Vor dem Einlegen des Bodens müssen nun die Ventilkappen geschlossen werden. Wenn ihr die Lattenbodenvariante habt, dann schiebt die drei Lappen gegenüber unter den Schlauch und auf dieser Seite werden sie runtergedrückt. Achtet bitte darauf, dass der Lattenboden sich wirklich auch unter dem Schlauch befindet. Wenn ihr die Fallbodenvariante habt, wird dieser ebenfalls in das halb aufgepumpte Boot eingelegt. Im vorderen Bereich, im hinteren Bereich. Achtet bitte darauf, dass sich die Kanten, die Außenkanten vom Faltboden auch unterm Schlauch befinden, dass sich auch dieses Dach bildet. Und drückt das Dach einfach runter. Und drückt den Boden nun unter den Schlauch. Jetzt kann das Boot vollständig bepumpt werden.
Jetzt können die verschiebbaren Sitzbänke in die Schiene eingeführt werden. Das Ruderblatt muss nur aufgesteckt werden, bis es deutlich hörbar einrastet. Als nächstes die Kappe aufschrauben, das Ruder einführen, hier fixieren und die Dollenkappe wieder aufschrauben. So kann das Ruder während der Fahrt nicht verloren gehen. Achtet bitte beim Zusammenlegen des Bootes darauf, dass die Dollenkappe immer geschlossen ist, um Beschädigungen an der Außenhaut zu vermeiden. Zu guter Letzt wird nun der Heckspiegel eingeführt im hinteren Bereich und im oberen Bereich zwischen den zwei Laschen. Nun nehmen wir die Schnur in die Hand, machen uns einen doppelten Knoten an einem Ende und schnüren diesen fest. Das Taffy besteht aus einer 950 Gramm pro Quadratmeter hochwertigen Außenhaut. Die Länge beträgt 2,50 Meter und die Breite beträgt 1,42 Meter. Somit ergibt sich eine Innenlänge von 1,78 Meter mal 70 cm. Das Taffy hat eine umlaufende 9 cm breite Scheuerleiste mit Abkantung. Diese Abkantung ist sehr nützlich für den Tackletransport oder um weitere Aufbauten auf dem Boot durchzuführen. Zusätzlich sind an beiden Seiten D-Ringe angebracht, um sich zum Beispiel anzuleinen oder Tackle sicher zu verschnüren. Im vorderen Bereich wurde ein Griff in Klampenform angebracht, um das Boot sicher zu transportieren und überschüssige Leinen aufzuwickeln. Zudem wurde auch an eine Ankerführungsleiste gedacht. Die Sitzbänke sind über weite Teile des Innenraums verschiebbar und mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung versehen. Somit sitzt man wesentlich sicherer auf der Sitzbank. Wir verbauen einen nicht klappbaren Heckspiegel aus massivem Marinesperrholz. Der Vorteil ist halt, er sitzt fest auf dem Schlauch auf, sodass auch ein 2,5 PS Benziner angebracht werden kann. Der Faltboden besteht aus einem 9 mm starken Marinesperrholz mit Siebdruck, um sicheren Stand zu gewährleisten. Vorteilhaft ist, dass er durchgehende Standfestigkeit bietet und dabei nicht mal ein Drittel eines Vollholzbodens wiegt. Natürlich wurde auch auf den Unterbodenschutz geachtet, so sind mittig durchgehend und seitlich hinten Schleifschutzleisten verbaut. Die Ruder sind schwarz, matt, pulverbeschichtet. Das ist nicht nur widerstandsfähig, sondern verhindert auch Reflexionen im Wasser. Wie bei allen Sturmschlauchbooten sind auch hier alle Nähte am Bootskörper verschweißt, ebenfalls auch die innenliegenden Trennkammern. Ich hoffe, ich konnte euch das Sturm Taffy Limited Edition etwas näher bringen. Für weitere Informationen besucht einfach unsere Website unter www.sturmex.de oder ruft uns einfach an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.